Hallo und herzlich willkommen zur Emils Wii-Parade. Was wir heute für Sie haben, ist der neu erschienene Titel, beziehungsweise wird am Freitag erscheinen, WarioWare Smooth Moves. Dieses Spiel war in Japan ein Launch-Titel und bla bla, scheiß drauf. Wir werden nun gleich zum Spiel übergehen. Die CD habe ich bereits in der Wii. Dies ist die Wii mit der CD. Das dürfte nichts Neues sein für die Wii-Kenner und die ganzen, die dieses Video jetzt anschauen. Ich werde es nun einfügen. So, wir benötigen die Wiimote. Leider heute wieder ohne Kameramann. Damit muss man leben. Man beachte die Ähnlichkeit mit James Signatur. Oh, man sieht mich. Hallo. Das typische Blabla. So, ich werde nun die Kamera irgendwie ablegen versuchen. So, ich finde, ich habe das gut getroffen. Das ist jetzt das Haupt, also der Intro-Bildschirm. Ist ein bisschen laut. Nein. So, wie bei WarioWare ja schon immer gewohnt, kann man am Intro-Bildschirm etwas herumspielen, indem man die Wiimote links und rechts bewegt. Aber das war bei WarioWare Touch lustiger. Hier stark. Man kann übrigens auch Wario ziehen. War nichts Großartiges. So, da gibt es noch mehr Spieler und Einzelspieler. Wir nehmen mal Einzelspieler. Das Blabla noch einmal extra, dass man ja die Handgelenkschlaufe hinauf. So, das ist das Hauptmenü. Wie man sieht, habe ich schon etwas gespielt. Nicht lange, es ist ja bei WarioWare normal, dass man durch die Hauptstory schnell durch ist. Aber dann gibt es viel Sachen zum Freispielen und auch die einzelnen Spiele. WarioWare funktioniert eigentlich hauptsächlich mit der Wiimote. Es gibt verschiedenste Formen, wie man die Wiimote halten muss. Die werde ich jetzt gleich mal zeigen. Das sind diese ganzen, also wie man sieht, habe ich jetzt alle. Ich werde einmal durchspielen, also das ist einmal die. Das wird auch jedes Mal auf Deutsch sogar erklärt. Halte den Formenstabbar rechts mit dem Zeiger nach vorn. Diese einfache Haltung stellt eine der härtesten, aber schönsten Sportarten dar. Das Set. Und da gibt es dann diese ganzen verschiedenen. Also das ist die Fernbedienung. Das ist der Regenschirm. Da wird die Wiimote so gehalten. Ja, das ist jetzt schwer zu zeigen. Da haltet man die Wiimote so. Dann gibt es da die Stange. Da muss man sie so halten. Das ist dann so zum Balancieren zum Beispiel. Das zeige ich euch später. Der Zeichner. Wir werden ein bisschen jedes Mal ein Spiel dazu zeigen. Beim Zeichner haltet man die Wiimote so. Es ist eben so wie Zeichnen in der Art. Gut, die gute Frage ist jetzt, wie kommt man da jetzt wieder aus? Ne? Ich werde vielleicht auch keine Spiele mehr zeigen. Ich werde einfach sterben. So ja. Es gibt dann noch das Lenkrad, das ist wie bei den ganzen Rennspielen, dass man die Wiimote so haltet. Dann den Samurai, erst das so herhalten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich werde mal die Kamera etwas drehen für mich. So. So her und dann so hoch schwingen. Dann das Tauziehen, da hält man sich so vor dem Körper mit zwei Händen. Der Kellner mit einer Hand, so. Dann der Elefant, so vor die Nase. Wie heißt das?
der Daumencatcher so, als ob man eine Sodaflasche hält und sie schütteln möchte, das nicht, das Wasser herausspritzt. Dann die Ablage, da muss man sich auf eine Fläche legen, ich lege sie immer das auf die Hand und dann erst im richtigen Moment sie nehmen. Dann haben wir der Hula Hula, dürfte bekannt sein, hierher, bla bla. Ja. Dann der Straßenkehrer, mit zwei Händen so und dann halt kehren, in der Art wie einen Besen. Dann haben wir die Hantel, so halten. Der Irokese, so über den Kopf, natürlich halt gerade so. Die Frittenfinger, so mit zwei Fingern. Dann der Boxer von oben, so, damit man so schlagen kann. Dann haben wir noch der Stößel mit einer Hand so und den Stößel so drauf und dann halt so wie mit einem wirklichen Stößel reiben oder so schlagen und alles Mögliche. Und dann noch das Besteck. Das Besteck ist der einzige Ding, wo man den, keine Ahnung wie das heißt, jetzt den Nunchuck benötigt. Balancestein, also es ist, das ist im Spiel die, wenn ich das jetzt wüsste, schauen wir uns einfach kurz an, wie die Wiimote im Spiel heißt. Wer Straßenkehrer, halte den Formenstab. Formenstab. Händen, als würdest du einen Mob halten. Also das ist der Formenstab und die Nunchuck wird das Balancestein bezeichnet im Spiel. Das hat eben auch mit der Story etwas zu tun, weil Wario findet den Ballonstein irgendwo in einem Tempel, der komischerweise mitten in der Stadt steht. Also da in dem. Wie ist denn das? Das war eh in dem Tempel, findet er den Ballonstein, laut Story. Ja, und dann gibt es eben die verschiedensten Minispiele, die alles vereinen. Ich werde mal den interessantesten von allen spielen. Das ist wohl der Neunwolf. Dazu werde ich noch kurz pausieren und die Kamera so positionieren, dass man die Wii und mich sieht. So, ich hoffe, dass das so gut funktioniert. Für alles andere ist mein Zimmer leider zu klein. So, wenn man es picken, ich hoffe, man erkennt das von da hinten. Na, wird schon. Es wird eben jedes Mal vor dem Microspiel angezeigt, wie man die Wiimote halten soll. Dann hat man kurz Zeit, sie so zu halten und dann das auszuführen, was zu passieren hat. Es wird übrigens auch, die Mies werden unterstützt in manchen Minispielen, leider nur in ganz wenigen und natürlich der Lautsprecher im Controller. Das habe ich noch nie gespielt. Ah! Dreck! Etwas zu spät.